Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Es gibt eine neue Ubuntu-Version, und zwar die Ubuntu-Version 24.10. Ich mache es ein bisschen größer, damit man besser lesen kann. Und zwar jetzt mittlerweile auch schon seit, ja, glaube seit einem Tag. Das bedeutet 20-jähriges Jubiläum. Und da sind natürlich auch ein paar Easter Eggs, da hier steht es, Ostereier drin versteckt. Und sowas finde ich natürlich irgendwie cool. Interessant ist für mich die neue, der neue Linux-Kernel und die GNOME-Version 47. Ja, ich würde sagen, ich schaue mir das alles mal an. Mal gucken, wo kann man es runterladen. Ach ja, hier steht nochmal hier drin, was alles so Neues gibt. Ja, so die typischen Erneuerungen mit LibreOffice, GIMP, etc. Ja, das wäre noch ganz interessant, wo die Paketquellen sich jetzt befinden. Die sind mal hier und mal da. Wenn man das über die ganzen Jahre verfolgt, ist manchmal interessant, wie so die ganzen Pfade immer so ein bisschen so hin und her wandern. Okay, ist jetzt halt so. Ja, und die ganzen Flavors, da gibt es natürlich dementsprechend auch schon die neueste Version. Ja, im Einzelnen gehe ich da jetzt auch nicht drauf ein, was es da so an tollen Erneuerungen für gibt. Sondern ich möchte es einfach nur mit meiner echten Hardware testen und ausprobieren. Hier wäre der Download-Link. Ja, dann gucken wir mal. Ich nehme die normale Ubuntu-Version. Interessant ist für mich auch noch Mate X Ubuntu. Würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Zumal Pinguin TV hat ein interessantes Video gedreht mit Kompis-Effekten. Und mal gucken, vielleicht mache ich darüber auch mal ein Video. Kompis müsste eigentlich auch mit Unity auch funktionieren, meine ich. Ja, zumindest war das damals so. Mal schauen, vielleicht kommt da irgendwie noch etwas in näherer Zukunft. Oh, 5,3 GB. Das ist natürlich ein ordentliches Paket mittlerweile. Ja, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn der Download beendet ist. So, der Download müsste eigentlich beendet sein. Ich schaue mal eben nach. Jo, er ist fertig. Damit wäre das Image theoretisch in meinem Downloads-Verzeichnis. Ja, hier wäre es. Ich würde sagen, ich brenne das Ganze auf einen USB-Stick und dann sehen wir uns mit meiner Außenkamera das Ganze mal dementsprechend an, wie das auf einer echten Hardware installiert wird. So, der USB-Stick, der wäre jetzt fertig gebrannt. Hier wäre das neue Betriebssystem oder das ISO drauf. Nicht 2404, natürlich 24, da, jetzt passt es wieder, hey, 2410. Ich würde sagen, hinein mit dir. So, machen wir das Shit hier mal an. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, ich muss jetzt F12 drücken, damit ich ins BIOS-eigene Bootsystem hineinkomme. So nenne ich es einfach mal. Ja, der ist am Anfang ein bisschen langsam. So, hier erkenne ich einmal das installierte Ubuntu, was schon auf der Festplatte drauf ist. Und hier wäre jetzt in dem Sinne mein USB-Stick. Genau, try or install. Ich will natürlich sofort installieren. 20 years old. Jawohl. Ja, so lange ist es schon her. Ja, ich bin im Endeffekt seit Ubuntu 8.04 aktiv dabei. Ich glaube, mit der 7er Version habe ich ein bisschen rumgeschnuppert. So, während Ubuntu jetzt ein bisschen rumschnuppert, habe ich hier noch ein schönes Schätzchen gefunden. Ubuntu 7.10. Ja, damit fing alles an. Das war meine erste Ubuntu-Version. Hab mich aber zu der Zeit noch nicht intensiv genug drum gekümmert. Dann kam ein kleines Ubuntu-Loch. Dann bin ich wie rumgeswitcht zu OpenSUSE oder SUSE Linux hieß er, glaube ich, damals noch. Dann habe ich einen neuen Anlauf gebraucht. Und das ist für mich der eigentliche Startpunkt, Ubuntu 8.10. Ja, das Buch habe ich mir damals geholt und wie man hier sieht an den ganzen Eintragungen, mich intensivst damit beschäftigt. Damals war noch ein Thema TV-Out, ne? Also da spricht heute kein Mensch mehr von. Mit S-Video und so Scherzen habe ich herumexperimentiert und das ging auch damals schon. Nur natürlich mit einem riesen Aufwand. Ja, und da habe ich mir so bestimmte Befehle mal draufgeschrieben mit Checkdist und weiß ich nicht. Was habe ich hier noch stehen? gkSudo, ja, wie man was installiert mit .slash install.sh. Das waren meine richtigen Linux-Anfänge.
Nee, wie man sieht, hier ist ein X drin. Also da bin ich wirklich von vorne bis, na, bis fast hinten hin durchgegangen. Ja, damals kam ich ja noch von Windows XP halt eben. Ja, was man da noch so zu beachten hat. Damals war ja auch noch ein Thema NTFS, also das Dateisystem von Windows. Das konnte man nicht so out of the box so mit einbinden. Nee, da brauchte man auch noch so ein spezielles Paket für. Und dann öfters auch mal abgestürzt. Also die Kompatibilität zu Windows war damals in dem Stile wie heute noch nicht gegeben. Und da habe ich nie Backup, inkrementales Backup. Ja, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Wupi, genau, da konnte man unter Windows einen USB-Stick erstellen, meine ich. Oder beziehungsweise damals lief alles noch über DVD, da war noch nichts mit USB-Stick. Hier RAM in Swap schreiben. Ich weiß nicht, was für Themen ich mich damals schon beschäftigt habe. Ja, wie man Themen einstellen kann. Mal gucken, was finden wir denn noch hier so Schönes. Programme starten. Genau, Starter anlegen. Ja, unter Gnome 2 ging es ja noch ohne Probleme, den Starter, also out of the box, zu erstellen. Dann gab es auch noch à la carte, war ja noch mit installiert, out of the box. Muss man ja alles leider heutzutage nachinstallieren. Und ist für Gnome 3 auch nicht so, funktioniert auch nicht so toll, sage ich mal. So, was finden wir noch? Ah, PDF war damals auch noch ein Thema. Das ging ja auch noch nicht so hundertprozentig. Hier noch irgendwelche Router-Einstellungen, die man noch beachten musste. Dann hatte ich auch Probleme mit WLAN und LAN, als man irgendwas noch deaktivieren. Also das waren wirklich damals Themen. Da musste man sich wirklich intensiv mit Ubuntu auseinandersetzen, um das irgendwie zum Laufen zu bekommen. Was habe ich hier stehen? Java installieren. Ja, war damals schon ein Thema. Ich glaube, ich habe damals schon den Map Composer benutzt. WPA-Verschlüsselung. Ach, da braucht man heute also gar nicht mehr. Ja, Nvidia-Grafiktreiber muss man natürlich auch aus den Quellen heraus irgendwie installieren. Also nicht aus den Quellen, aber von dem Hersteller installieren. Mal, was ich noch so Schönes finde. Okay, wie man sieht, habe ich jetzt momentan ein Problem mit der Installation. So lange darf es normalerweise nicht laufen. Ich vermute mal, es liegt daran, weil ich UEFI deaktiviert habe. Ich mache jetzt hier mal schnell einen Neustart und aktiviere wieder UEFI. Ich weiß gar nicht, warum ich es deaktiviert habe. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich jetzt ein Problem, ein lokales Problem, sage ich mal. Also wenn ihr auch diese Probleme habt, dass ein USB-Stick nicht erkannt wird, da kann es entweder an UEFI liegen, weil es aktiviert ist oder weil es nicht aktiviert ist. So, ich gucke mal jetzt hier eben ganz kurz rein. Ich meine, ich hätte es deaktiviert. Wie war das nochmal? Hier Boot, genau. UEFI ist doch aktiviert. Wenn ich es jetzt mal deaktiviere, einfach mal testen. Achso, da muss ich noch mal sagen, oh, stopp. First Boot ist nicht die Festplatte, sondern Removable. Und dann kommt die Festplatte. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Also es geht auch mit UEFI, aber jetzt habe ich beim letzten Mal hier so ein bisschen was verstellt. Ich teste einfach mal. Ne? Das ist eh nur so ein Testcomputer. Und in der Zeit habe ich noch ein bisschen Zeit, in die Vergangenheit zu blicken. So, machen wir für euch da mal hier ein bisschen schöner, damit ihr besser sehen könnt. So, wo ist denn jetzt der USB-Stick? Das müsste doch jetzt der hier sein. Ja, vorhin stand nämlich auch UEFI, steht jetzt nicht mehr. Da, das ging jetzt schnell. Okay, das, soweit war ich ja vorhin auch. Das ist ja jetzt nichts Neues. Webcam war auch damals ein Thema. Wurde auch nicht so out of the box. Alles immer so erkannt, je nachdem, was man da für eine hatte. Ah, jetzt ist auch die Auflösung ein bisschen schöner, ne? Okay, dann lag es daran, dass UEFI irgendwie da ein bisschen rumgezickt hat. Bluetooth war damals auch ein großes Thema. Wie man zum Beispiel ein Handy damit verbindet. Okay, ich mache mal kurz einen Break. Und jetzt gehen wir mal wieder zur Installation.
So, ich denke mal, hier wird sich ja nicht viel geändert haben. Ich gehe einfach mal mit Schnellformat durch. Das ist gleich, das ist gleich. Kabel gebunden, installieren ist richtig. Nein. Standard, ach komm, wir machen mal vollständig. Die ganzen zusätzlichen Treiber will ich auch haben. Und jetzt gibt es hier ein Problem. Machen wir mal schließen. Etwas ist schief gelaufen. Protokoll anzeigen. Okay. Was steht denn da? Ein Terminal oder Befehlskonsole Alt F2. Machen wir mal Alt F2. Jetzt geben wir mal das Kommando hier ein. Was da steht. Sudo. Dann sagen wir ihm Enter. Mal gucken, ob das jetzt genau send. Ja, senden wir das mal nach Ubuntu, diesen Bug. Dann haben die etwas zum Beheben. Ja, damit habe ich das Problem zumindest jetzt erstmal weitergeleitet. Bringt mich jetzt aber an der Stelle nicht weiter. Ich probiere es einfach mal aus, mein vorhandenes Ubuntu einfach mal zu upgraden. Vielleicht geht das ja schon. Ich mache jetzt mal jetzt hier einen Neustart. So, mit dem USB-Stick hat er nicht funktioniert. Mit diesem hier. Jetzt versuche ich einfach mal ein Upgrade zu machen. Dazu müsste man erst einmal alles so ein bisschen vorbereiten in dem Sinne. So, erstmal natürlich alles aktuelle installieren. Dann geht man hier auf Einstellungen. So, und hier muss man natürlich auch für jede neue Version einstellen. So, ich würde sagen, ich mache das einfach mal und upgrade jetzt 2404 auf 2410. Ich mache mal jetzt so ein bisschen den Billigmacher. Ich klicke auf Aktualisieren. Und dann rödelt er im Endeffekt ein bisschen rum. Das kann aber sein, dass die eine oder andere Abfrage nochmal kommt, die man dann bestätigen muss. Und das war es dann eigentlich. Ich mag das so eigentlich nicht gerne. Eigentlich lieber eine komplett saubere Installation oder über die Konsole. Aber okay, jetzt mache ich es ausnahmsweise mal so. Ja, ist ganz nett hier mit so einer grafischen Ansicht. Und was wichtig ist, natürlich das Befehlsfenster. Weil hier werden natürlich einige Informationen ausgegeben. Das Ganze dauert jetzt hier einen Moment, bis da praktisch alle Arbeitsgänge durchgegangen ist. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn er fertig ist. Ja, gerade die Kamera ausgemacht und dann kommt schon sofort die erste Meldung. Ja, dieses Fenster unter anderem meine ich jetzt hier. Und jetzt zeigt er nochmal an, was er jetzt hier genau alles macht und aktualisiert. Und wie man sieht, im Endeffekt, ja, alles mehr oder weniger. Und hier auch nochmal 269 Pakete. Wipp, zack, nicht benötigt. Die wegfallen, kann man sich auch nochmal anschauen. Ja, wir vertrauen ihn einfach mal und sagen Installationsprozess beginnen. Genau, der Sperrbildschirm ist deaktiviert. Ja, das ist schon in Ordnung. Ja, hier interessant, 1895 Pakete in Summe. Komprimierte Pakete, vielleicht wenn die entpackt sind, sind das vielleicht unterm Strich sogar noch mehr. Gut, ich würde sagen, bis gleich. Deshalb blätter ich nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit hinein. Genau, das meinte ich hier mit Nvidia-Treiber. Das war damals auch ein ganz großes Thema, wie man das installiert. Das ging damals alles noch nicht so out of the box. Das Ganze hier einmal für ATI. Ja, genau, damals hatte ich glaube ich auch schon mehrere Maschinen. Und da muss man dementsprechend dann auch andere Treiber nehmen, logischerweise. Ja. Und natürlich Compiz, ne? Seit 2008 interessiere ich mich für Compiz. Ja, Fenster Compositing war damals noch Meta City, stimmt. Ist das nicht jetzt Mutter? Die gute Mutter? Ja, Scanner. War auch ein bisschen, aber das habe ich schnell hinbekommen. Was haben wir noch? Open Clip Art. Ja, ja, okay, für dann. Das hat mich auch interessiert. Rote Augeneffekt. Wie man so ein bisschen Fotobearbeitung macht. Ja, was es hier für App gibt. F-Sport damals noch, okay. Ja, Musik, ALSA als Standard. Ja, genau, da muss man sich erstmal so ein bisschen auseinandersetzen.
Alsa Mixer, obwohl da gibt es ja heute eigentlich auch noch. Oh, hier sind auch noch ganz viele TV-Karte erstellen. Ja, hier habe ich analoge TV-Karte. Ach, wie schön. Ja, das war eine Wissenschaft für sich. Aber ich habe es hinbekommen. X on TV. Ach, ja. Haben wir alles schon wieder vergessen. ISO-Dateien auf DVD brennen. Ach, wie süß. Brennen von der Kommandoseile. Da, K3B-Pakete. Genau, dem Programm habe ich sehr viel gearbeitet. Das war eigentlich ganz gut. Brennprogramm. Da gab es natürlich auch noch ein paar andere, aber das war schon verdammt gut. Lame-Paket, genau, die musste man auch noch zusätzlich installieren. Kennt heute kein Mensch mehr. Codex-Pakete, Mega-Paket, genau, das war alles in den Extras. Registry Extras drin. Das ist heute auch nicht mehr. CDs rippen. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, oder City, ja, hat sich jetzt nicht so viel dran verändert. Für Gnome bei DVB-T. Das fing ja so langsam an. Videoplayer, okay. Genau, die ganzen Codex hier. Für X-Vid Codex Lib X-Vid Core 4. Ja. Ich meine, das musste man auch noch, da steht es auch noch mal. Dabei musste man dann auch noch mal irgendwie separat installieren. Also Medien war damals, oder Media war damals schon ein Riesenthema. Real Player installieren, gibt es überhaupt noch? DV-Camcorder? Ach du meine Güte, nee. Genau, da habe ich meine ersten Videoschnitte mit noch so eine DV-Cam gemacht. Gibt es heute auch nicht mehr. Die hatten auch solche kleinen Kassettenähnlichen, ja, wie so eine Art DAT-Recorder, ich weiß ja nicht mehr so genau. So fing alles an. Genau, mit den ersten Schnittprogrammen. Meine ersten Erfahrungen. VDR-Videorekorder, beziehungsweise KVDIR bei DVB-T. Keine Ahnung, was ich damit jetzt gemeint habe. DVB-T wieder, Fernsehgucken am Computer. Ja, da war ich der King, als das funktioniert hat. So, das Thema hat mich, glaube ich, nicht so interessiert. Ein Home-Server, ja, so fing alles an. Mein erster Home-Server. Snapshot. Ich glaube, das wird ein eigenes Video, nur über die Vergangenheit. Ah, wie ist überhaupt alles aufgebaut? BIOS, Kernel, X-Server, Fenstermanager. Ja, das wusste ich alles damals noch gar nicht. Wie ist die Dateistruktur? Da hat sich ja jetzt eigentlich nicht viel dran verändert, außer dann mal das eine oder andere Paket von dem einen Ordner in den anderen Ordner hüpft. Dateisystemcheck. Hier damals schon, Group, MBR reparieren. Ja, da hatte ich öfters Probleme mit. Startprogramme von Group lösen. Group reparieren. Was habe ich da geschrieben? Beispiel Nvidia-Treiber. Ja, okay, was soll immer sein. Installieren, Automake, Autoconf, kompilieren. Zum Installieren, restliche Linux-Software. Pakete neu installieren. X-Server. VMware, ja, gab es damals auch schon. Genau, damals gab es schon VirtualBox. Aber irgendwie so aus einer Richtung auf jeden Fall. VMware, ja. Da habe ich auch so die ersten Spielereien mitgemacht. Software aus Quellen installieren. Linux Dreisprung. Keine Ahnung, was das ist. Ach, mit dem Kompilieren ist das, ne? Config, make, install. Ja, da musste man noch sehr viel Hand anlegen. Ja, weil die Paketauswahl war dann schon ein bisschen eingeschränkter. Laptop-Test, Bootvorgang pausieren,
Speichertest. Da, genau, da hatte ich dann meinen ersten Laptop. Und dann gab es dann andere Probleme. Genau, wie mit Netzwerk und so weiter. Ja, genau. Aber habe ich eigentlich alles weitestgehend lösen können. Jetzt nicht nur mit dem Buch, auch Internet und etc. Aber das Buch hat mir schon sehr viel dabei geholfen. Ja, auch solche Netzwerkbefehle wie ifconfig und sowas, ping. Aber das Buch ist schon verdammt gut. Gut, dass ich es nicht weggeschmissen habe. Jetzt hatte ich schon mal eine Hand und wollte es wegpfeffern. Tauschbörse? Gibt es da überhaupt noch? Emul? Ja, damals gab es ja noch, wie ist das nochmal? Komme ich nicht drauf. Nicht Netflix. Wie ist das nochmal? Wo man auch Dateien hin und her tauschen konnte. Dann haben sie ja irgendwann haben sie das ja verboten. So, und ich glaube, das war es. Ich glaube, viel mehr habe ich da auch nicht gemacht. Also schon jede Menge. Und hier war noch eine Original-DVD drin. Ja, Open Office gab es damals noch. Ja, so viel zu meinen Anfängen mit Ubuntu 8.0.10. Also ich erinnere mich gerne an die Zeit, an die Anfänge. Das wäre jetzt unmittelbar nach dem Update und jetzt seht ihr schon bei OBS hier, dass mein Desktop nicht erkannt wird. Und jetzt sage ich ihm aber, was ist mit meiner Handkamera? Jawohl, die Hände wären damit auch da. Dann schauen wir mal, wie wir jetzt die Bildschirmaufnahme einstellen. Okay, jetzt weiß ich auch, warum es nicht angezeigt wird. Jetzt brauchen wir eine Freigabe von Wayland. Genau, das ist ja jetzt das Besondere oder das, was auch anders ist, dass wir jetzt unter Wayland aktiv sind. Okay, da gibt es andere Sicherheitsbestimmungen. Ist auf eine Art gar nicht mal so verkehrt. So, ja, und damit funktioniert auch die Bildschirmaufnahme wieder. Ich teste mal eben hier noch so ein bisschen. So, wir bleiben mal kurz bei OBS. Ich mache mal den Commodore 128 an. 1, 2, 3. Jetzt braucht er 3 Sekunden, um hochzufahren. 1, 2, zack. Und auch das funktioniert. Ich drücke mal hier das Commodore-Bild. Face in groß. Juhu, hier bin ich. Das funktioniert auch. Mein BMC, der ist noch aus. Den mache ich jetzt auch mal an. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da schauen wir auch mal ganz kurz nach. Warum nicht? Da hätten wir ein Fail. Ich mache jetzt ganz kurz nur so einen Schnelltest. Das, was mich jetzt so als erstes jetzt so interessiert. Wie man sieht, sieht mein Desktop eigentlich unverändert aus. Und laut Terminal habe ich jetzt abgegradet. Und das Ganze müsste jetzt dementsprechend auch hier in der Systemeinstellung stehen. Gehen wir nach ganz unten, System, irgendwo ist Info und auch hier haben wir stehen Ubuntu 24.10 und unter Details, NVIDIA Grafikkarte, ist es richtig, das ist richtig, Wayland, genau, Fenstermanager Wayland. Ob ich bei Wayland bleibe, weiß ich noch nicht, ich gebe Wayland jetzt hiermit mal eine Chance und werde es erstmal versuchen, mit Wayland klarzukommen. Wackelnde Fenster geht, brennende Fenster geht. Und geht mein berühmter Würfel, yippie, der geht auch. Ja, und auch so kann ich ein wenig rumspielen. Das sieht doch auf jeden Fall erstmal schon mal alles ganz gut aus. Ich habe hier so ein paar Anwendungen, die mich immer interessieren. Meine Java-unterstützte Anwendung funktioniert. Und der Map Composer, wo haben wir ihn? Wie viel Gigabyte haben wir? 64. Ja, auch das funktioniert. QMap Check. Was ist da los? QMap Check. Ah, er rödelt noch. Okay, warum funktionierst du nicht? QMap Check. Liegt das an Wayland? Aha, an Wayland. Da haben wir schon wieder irgendwelche Abhängungen mit Wayland nicht erkannt. Can only be used with streets started with Q-Suite. Die Wayland-Unterstützung ist nicht gegeben. Das kann man natürlich sagen, das liegt nicht an Wayland, das liegt an dem Programm.
Könnte man sagen, ja. Ist wahrscheinlich jetzt auch richtig so, aber das wäre für mich jetzt schon ein Argument zu sagen, ich benutze X11. So, was funktioniert denn noch nicht? Was wäre noch wichtig? Viking? Wir machen erstmal Nein. Ja, Viking geht. Neue Ebene, Karte. Ja, okay. Nehmen alles wieder zurück. Da muss man nur noch irgendetwas aktivieren. Und dann, damit geht es wohl scheinbar jetzt auch. Und jetzt brauchen wir nicht speichern. Nicht speichern. Gut, was wäre noch wichtig? Q4 Weine. Funktioniert Q4 Weine. Wir testen. Öffne mit Q4 Weine. Ja, sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Jawohl. Auch Pixen funktioniert. Prima. Ja, und was ist hier mit meinem C64 Emulator? Mein Amiga Emulator. Wie sehen? Sehen Sie nichts? Okay, der funktioniert auch nicht. Mit Wise Emulator funktioniert auch nicht. Also es ist also einiges, was nicht funktioniert. Ich kann ja erstmal ein Update durchführen. So. Ich habe meine Bash erweitert. Deswegen brauche ich jetzt in meinem Fall nur up eingeben. Aber da steckt ein sudo apt update und sudo apt upgrade hinter. Das wird jetzt praktisch automatisch ausgeführt. Libcambera, genau. Libcambera brauche ich auch für den Map Composer. Pulse. Okay. Und jetzt machen wir nochmal ein Up 3. Das ist für Snap und. Ne, stimmt gar nicht. Up 2 war das. So. Jetzt wird Snap aktualisiert und Flatpak. Okay, dann würde ich sagen, geben wir Valiant nochmal eine Chance. Ich mache nochmal danach einen Neustart. Und dann teste ich mal, inwiefern dann vielleicht alles funktioniert. Das hätte ich vielleicht von vornherein machen sollen. Änderung abgeschlossen. Jetzt kommt Snap. Alles automatisch. Ein Befehl nur. Drei Buchstaben. In der Zeit kann ich ja nochmal was anderes testen. Was wäre noch wichtig? Kaden Live. Ja, es sieht erstmal gut aus. Was hätten wir hier für eine Version? Wir hätten hier 24.08.1. Ob das aktuellste ist, weiß ich gar nicht. Ja, ich würde sagen, ich mache einen Neustart und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ich bin wieder zurück auf Valiant nach einem Neustart. Und jetzt teste ich nochmal ganz kurz die drei Apps, die vorhin nicht funktioniert haben. Doch, okay. Der geht schon mal. Und genau, den hatte ich getestet. Der geht auch. Sogar blitzschnell. Ja. Sehr gut. Was ging noch nicht? QMap-Check ging nicht. Der rödelt immer noch. QMap-Check geht immer noch nicht. Wir können mal gucken, ob die Fehlermeldung immer noch die gleiche ist. QMap-Check. Immer noch dieses Valiant-Problem. Zugriff. WL-List empty. Nicht erfüllt, abgebrochen. Speicherabzug. Ja. Ich glaube, dann kann man händisch kann man den wegbashen. Aber muss ja nicht sein, ne? Genau, was macht FS Launcher? Der geht auch nicht. Dann hätte ich, also anstatt drei gehen immer noch keine zwei Apps, die ich halt eben nur mal benötige. Was soll ich machen? Wenn ihr die nicht benötigt, ist es ja gut. Wenn ihr die nicht benötigt, ist es klar, dann ist es natürlich gut, dann macht das nichts, aber ich brauche die schon. Deswegen mache ich nochmal einen Neustart mit X11. Hiermit wären wir wieder zurück auf Ubuntu, in dem Fall mit X11. Dass ich wirklich X11 am Start habe. Ach, wir haben noch Inksy. Gehen wir mal Inksy. Gehen wir mal Inksy-FZ ein. Ist noch gar nicht installiert. Oh, das geht dann mal gar nicht. Dann machen wir das mal eben.
So, inxi-fz. Und wir sind hier unter was sind wir denn hier? X11, da haben wir es. X11 ist der Display und X.org der Server. Gut, das gehört da irgendwie zusammen. Und na, ein wenig Wayland ist trotzdem immer noch mit dabei. Okay, was steht jetzt hier in den Systemeinstellungen? Wo war das nochmal? Hier auch nochmal kurz gucken. Und auch hier sollte dann X11 stehen. Tut es auch. Prima. Gut, wir testen sofort QMap-Check. Da. Und, oh, Wunder, es funktioniert. Sogar in der Version 1.17.1. Okay, das ist, glaube ich, die gleiche Version, die ich vorher auch hatte. Ja, es gibt da irgendwie einen Zusammenhang mit Wayland nach wie vor. Aber zumindest, es werden immer weniger Fehler, muss man dabei sagen. Die App funktioniert. Was hat noch nicht funktioniert? Das waren noch zwei Sachen, ne? Viking hat auch unter Wayland funktioniert. Da ich ja gerade so einen kleinen Rückblick auf meine Linux-Geschichte geworfen habe mit diesem Buch oder beziehungsweise mit diesen beiden Büchern, muss ich da noch einen YouTube-Kanal erwähnen, ohne den es mich als der Tuxer gar nicht geben würde. Und zwar wäre das der Kollege The Rack Runner, den ich damals stark gefolgt bin. Er war im Grunde genommen damals so die Nummer 1 unter den deutschsprachigen Linux-YouTubern, sag ich mal. Und der hat wirklich sehr, sehr viele interessante Videos rausgehauen. Und ja, dadurch habe ich mich natürlich auch animiert gefühlt, gewisse Dinge nachzumachen. Und der das auch wirklich super erklärt und auch viel so rumexperimentiert, so mit kleineren Projekten. Ja, hat leider seinen Kanal vor etlichen Jahren dann einfach platt gemacht, er hat dann aufgehört. Den Kanal als solches gibt es zum Glück noch. Und so ab und zu gucke ich immer noch ganz gerne rein und schaue mir das halt eben nur mal so an, wie er das so damals gemacht hat, was er da so gemacht hat. Und viele Dinge sind auch heute noch eigentlich aktuell. Klar, andere Sachen logischerweise nicht. Letzte Post war vor 8 Jahren. Und seitdem gibt es leider nichts Neues mehr. Ja, das so viel, so ganz kurz, auf einem ganz kleinen heruntergebrochen. So viel zu meiner Linux-Geschichte und den Anfängen, was bei mir so im Jahre 2007 begann. 2006 mit OpenSUSE oder LinuxSUSE damals fing ja alles an. Ja, beziehungsweise eigentlich sogar noch eher. Meine erste Kontakte mit Linux hatte ich mit einer D-Box. Kennt ihr noch die berühmte alte D-Box 2? Hier, D-Box 2. Genau, so hieß das Ding damals. Ich weiß nicht, ob es bei der D-Box 1 auch ging. Auf jeden Fall hatte man hier die Chance gehabt, sich Linux drauf zu spielen, um dann in dem Sinne alle Sender gucken zu können, um es mal so zu formulieren. Damit hatte ich meine ersten Kontakte. Hier steht es auch, Linux auf der D-Box 2. Wann war das denn? Das muss auch so um die Jahrtausendwende gewesen sein. Da hatte ich meinen ersten Kontakt. Hier, etwa seit dem Jahr 2000 für die D-Box 2. Linux-basierte grafische Benutzeroberflächen. GUIs entwickelt. Ja, und wie gesagt, dadurch hatte man eine Leistungssteigerung der D-Box. Ich hatte, meine ich, die hier. Die kommt mir doch bekannt vor. Ja, da hatte ich mal so testweise Linux drauf. Das war mein erster Kontakt mit Linux. Das soll es auch an der Stelle eigentlich gewesen sein. Für den ersten Step, für den ersten Look. Ja, ich halte fest, Wayland ist immer noch nicht ganz ausgereift. Es gibt da immer noch die ein oder andere App, die nicht funktioniert. Und ich habe jetzt ja gerade mal 4, 5 App getestet. Wie es mit anderen Apps aussieht, weiß ich an der Stelle ja gar nicht. Und das ist natürlich schade, dass es immer noch nicht flächendeckend dieses Problem halt eben nur mal gelöst worden ist. Ja, was sagt mein Tux dazu? Ja, der ist von Wayland auch nicht so ganz überzeugt, glaube ich. Ne? Da sind wir uns doch einer Meinung. Auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!